Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Unser Leben soll so sein, dass wir mitten im Schutt stehen und wenn dann irgendwas kommt und dann ein Stein umfällt, ist immer noch Gnade da. Das Wichtigste ist, dass du mit Gott dein Leben in Ordnung hältst. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Furcht ist für manche wirklich zum Alltag geworden. Und ihr Lieben, Furcht darf nicht Alltag sein. Es kann mal sein, dass man schnell mal Furcht hat, aber Furcht darf nicht Alltag sein. Und ihr Lieben, Furcht kann sein Krankheit, Furcht vor Tod, Furcht vor Alter, Furcht vor Falten. Das hat getroffen, ja. Furcht vor Falten, ja. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wenn ich oftmals in Gesichter schaue von sehr alten Menschen, die die Liebe Jesu haben, die haben tiefe Falten und wirklich, man sieht ihnen das Alter an, aber da strahlt was raus, wo ich wünschte, dass das die ganze Jugend hat, was da für Liebe und was da für eine innerliche Sonne herausstrahlt. Und ihr Lieben, nicht die Falten sind's, sondern es ist das, was drinne ist. Das, was drinne ist. Und ich sage dir, auch mit den Falten, ihr Älteren, mit den Falten, da, ich habe letztens auch mal in den Spiegel geschaut, wisst ihr, so einen großen. Ja. Sah nicht mehr so aus wie 25. Sonst schaue ich immer mehr von der Ferne rein, aber ich sage euch, das ist es nicht, sondern wirklich das, was in dir lebt. Stimmt's? Das, was in dir lebt, das ist es. Gott ist Liebe und ihr Lieben, seine Natur ist Liebe. Und perfekte Liebe, heißt es in der Bibel, treibt die Furcht aus. Nicht die Furcht treibt die Furcht aus, sondern die perfekte Liebe und die haben wir in Jesus. Und wir lesen da in 1. Johannes 4, Vers 18. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Bibelvers. Wenn die Liebe uns ganz erfüllt. Das heißt, wir müssen was tun, dass die Liebe uns ganz erfüllt. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der kennt wirklich die Liebe noch nicht. Also, wenn wir Furcht haben, dann müssen wir schauen, an der Liebe arbeiten. Ein Defizit von Liebe bedeutet also Furcht. Nur das Wissen, dass es Liebe Gottes gibt, nützt dir nichts. Du brauchst die Erfahrung, dass es die Liebe Gottes gibt. Und die Liebe Gottes gibt es in seiner Gegenwart. Die Liebe Gottes ist, wenn wir uns ihm nähern können. Und ihr Lieben, wir müssen nicht nur wissen, dass es Liebe Gottes gibt, sondern wir müssen sie haben. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, aber stell dir vor, du gehst über eine Schlucht mit so einer Hängebrücke. Kennt ihr das? Also, und dann siehst du runter, wow. Ist da aber ein Netz drunter, dann gehst du drüber, sagst, wenn die Bretter nicht halten, dann fängt mich das Netz. Ich habe unlängst auch eine Reportage gesehen von Leuten, die Menschen retten, wenn sie im See übers Eis gehen und einbrechen, genau. Und da habe ich gesehen, da kamen die leuchtend roten Männer und Frauen, die Retter, und haben eine Übung gemacht. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die sind auf das Eis und haben so gemacht und waren dann mittel im Wasser drin. Und sie hatten eine Ausrüstung,
wo sie von selber geschwommen sind. Und das Ding war wahrscheinlich Neopren und die hatten nicht kalt. Die haben dann Spaß miteinander gemacht, aber sie brauchten das Gefühl, sie mussten wissen, meine Kleidung hält, mein Schwimmen, ich weiß nicht, was die da rumhaben, was die hochtreibt, ja, was denen den Auftrieb gibt. Aber ihre Kleidung, sie wussten, sie konnten sich drauf verlassen. Wisst ihr, in der Gefahr machst du noch so, wo der andere sagt, noch schauen, ob es geht. Und so musst du es machen mit der Liebe Gottes. Du musst wissen, sie ist da. Wenn die Furcht kommt, die Liebe Gottes ist größer für dich. Du musst wissen, dass die da ist. Und nicht einfach nur jammern, jammern, jammern. Ich möchte heute mal anhand von Nehemia ein Beispiel euch bringen, gerade in Bezug auf Furcht. Jerusalem war die Stadtmauer zerstört, der Tempel war dort, aber die Stadtmauer war zerstört. Der Nehemia hat sich sehr engagiert und hat gesagt, ich muss wieder die Stadtmauer aufbauen. Ist eine große Geschichte, wie er dann dazu kam, das ist heute nicht das Thema. Ich möchte es als Beispiel heute verwenden. Und er ist nach Jerusalem, hat sich die Leute zusammengesucht und hat auch gesehen, die Stadtmauer ist total zerstört und der Tempel steht mittendrin und hat überhaupt keinen Schutz mehr. Ich habe euch hier mal Jerusalem aufgebaut, ist ein bisschen klein geraten, aber dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, die kaputte Mauer und der Tempel. Und ich möchte es euch heute so vorführen, dass ihr euch das so vorstellt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wo Jesus drin wohnt. Und wenn unsere Schutzmauer ringsrum kaputt ist, haben wir nur zu tun, das nicht, jenes nicht, das nicht. Oh nein, das auch nicht. Kennt ihr das Bild vielleicht, wo es sehr verbreitet ist mit den Schlangen, wo der eine da und da hinfasst und nur abwehren und ja, ich bin doch ein Tempel. Wisst ihr, in der Bibel heißt es auch, ich mache es wieder ganz, in der Bibel heißt es auch, dass wir schauen müssen, dass unser Leben in Ordnung ist, dann haben wir Schutz. Und wenn wir Schutz haben, dann brauchen wir auch keine Angst zu haben. Wenn wir angreifbar sind, wie Jerusalem, wo die Mauer kaputt war, dann auf einmal oder nicht auf einmal, dann ist auch der Tempel immer unter Beschuss. Und die Mauer ist eigentlich da, um Schutz zu geben, die geistliche Mauer, die wir brauchen für Geist, Seele und Leib, das ist wirklich dass wir ein Leben führen, wie es Gott haben möchte. Wenn wir, dann haben wir den Schutz um uns herum. Mauer und Tore waren die Sicherheitssysteme für die Feinde. Und das ist auch das Bild für unser Leben heute. Und in Jesaja 60, Vers 17 beginnend lesen wir, als deine Wachen setze ich Frieden ein und als deine Obrigkeit Gerechtigkeit. Es seht hier, nicht mache ich deinen Mund stark, dass du lauter schreien kannst und gebe ich dir Wort in den Mund oder was auch immer. Nein, die Wachen setze ich Frieden ein und als deine Obrigkeit Gerechtigkeit. Nicht mehr wird man von Gewalttat hören in deinem Land, von Verwüstung und Zusammenbruch in deinen Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Und ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir nicht nur schauen, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, sondern dass auch unsere Mauern, unsere geistlichen Mauern um unser Leben herum wirklich ganz sind, dass sie funktionieren. Und das ist, wenn man das Beispiel von Nehemia nimmt, ein prophetisches Beispiel für unser Leben. Der Heilige Geist nimmt da die Stellung ein von Nehemia. Nehemia hat koordiniert, hat gesagt, da muss was hin und dort muss was hin und ihr macht das, ihr macht jenes. Das ist der Heilige Geist, der es in uns, in unserem Leben tut, der auf einmal zu dir sagt, bring dein Leben in Ordnung.
entschuldige dich dort, vergib dem, vergib und komm zu Jesus, dass er dir die und jene Sünde vergibt. Und das ist geistlicher Mauerbau um dein Leben herum. Vergebung ist wieder ein Stein. Und wenn ich jetzt hier gerade so die Steine nehme, wisst ihr, all das Vergebung, ein Stein aufbauen und dann zu dem Nächsten gehen und sagen, es tut mir wirklich leid. Und ach Herr, vergib mir die und jene Sünde. Also ihr wisst ja, was man einsetzt. Und das Ganze praktisch, das Mauerbauen, der Heilige Geist lehrt dich, schau, da ist noch was, wo du in Ordnung bringen musst. Und da noch eine Sache, wo du auch in Ordnung bringen musst. Und das ist ganz wichtig, ihr Lieben, das ist Mauerbau, nicht wo du sagst, ich schotte mich ab. Ja, ich schotte mich ab gegenüber dem Feind, gegenüber den Angriffen, gegenüber so mancher Krankheit, die wir nicht, wie soll ich sagen, die uns eigentlich nicht treffen würde, hätten wir den Schutz. Und ich sage nicht, jeder, der krank ist, hat nicht den Schutz, bitte nicht so verstehen. Aber so manches hätten wir nicht, wenn wir unseren geistlichen Schutzmauer ganz hätten. Wisst ihr, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das, was Nehemia gemacht hat, ist hier ein Bild auf den Heiligen Geist, der uns immer lehrt. Vielleicht bringe ich dir heute Worte, wo es dir hilft, wieder einen Stein in deine Mauer gerade zu setzen. So ein verbrannter Stein, wie vielleicht in Jerusalem sie waren. Ihr Lieben, dass da wieder hingesetzt wird, wo du sagst, ja, ich mache meine Mauer ganz wieder, meine geistliche Mauer. Es kommen oftmals Menschen in die Seelsorge und jammern, ja, da und da und dort und das und jenes. Ich sag dir, das Wichtigste ist, dass du mit Gott dein Leben in Ordnung hältst. Dann kommt natürlich der Nachbar und so weiter, das hängt alles irgendwie schon zusammen. Aber dass das Leben mit Gott in Ordnung ist. Und der Tempel ist angreifbar, wenn die Mauer und die Tore nicht funktionieren. Der Tempel kann noch so schön sein. Ihr seht hier, das ist eine Nachbildung der Bundeslade. Es kann noch so schön sein, wenn die Mauer offen ist, kann der Tempel angegriffen werden. Und wir sind, nochmals, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Unsere Aufgabe ist es, den Tempel zu schützen. Unser Leben zu schützen. Du sagst, wir können nicht unser Leben schützen. Macht Gott, ja. Er kann das aber nur, wenn die Verbindung von uns zu ihm passt. Wenn keine Sünde da ist. Wenn Sünde da ist, kann er uns nichts tun. Aber so wie wir ein reines Leben haben, ihr Lieben, wenn wir leben, so wie er es haben möchte, dann, ihr Lieben, und das ist nicht ein religiöses Leben, das ist wieder auf der anderen Seite, fällt man von der anderen Seite vom Pferd. Lieben, nicht religiös. Das ist ja das, was der Feind gern hat. Entweder in der Welt draußen oder religiös. Beides ist nichts. Ihr Lieben, eine ganz normale, tolle Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist das Beste. Schutz bauen für unser Leben. Es heißt in Sprüche 25, Vers 28, wer sich nicht beherrschen kann, ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauern. Seht ihr? Da heißt es nicht, wenn Gott es nicht will oder irgendwie sowas, sondern wer sich nicht beherrschen kann, ist wie eine Stadt ohne Mauern. Wenn wir Mauern des Schutzes um uns bauen, werden andere wütend. Jetzt kommen wir wieder zum Nehemia. Ihr Lieben, wir haben hier in Nehemia 4,1 steht als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Ashdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Das kann dir passieren, wenn du dein Leben in Ordnung bringst. Erst zuerst waren sie da und haben gesagt,
sogar Nehemia, wenn du die Mauern aufbaust, das schaffst du überhaupt nicht. Sogar ein Fuchs, wenn er dagegen tritt oder drauf springt, fällt sie zusammen. Steht in der Bibel. Aber jetzt ist es weiter gediehen. Jetzt haben sie gesehen, dass sie Erfolg haben und auf einmal kamen sie und wurden wütend. Hast du das auch schon erlebt, wenn du mit Gott so eine gute Verbindung hast, dass dann andere wütend werden? Andere, die es nicht haben wollen, die dich davon vielleicht abbringen möchten und kommen dir vielleicht mit religiösen Dingen, du hältst dieses nicht mehr ein, du das, da stimmt die Frisur nicht mehr oder was auch immer und so kannst du nicht. Und ihr Lieben, das ist all dieser religiöse Kram. Ich sag dir, lass dich nicht abhalten vom Mauerbauen. Vom Mauerbauen. Nehemia hat es auch nicht getan. Bei Nehemia war es dann auch ein Stück weit so, als Nehemia dann immer weiterkam, dann haben die Gegner gesagt, komm, wir machen einen Deal, komm. Und er hat immer gesagt, ich glaube viermal hat er gesagt, ich komme nicht, ich müsste sonst aufhören, Mauer zu bauen. Ich habe keine Zeit zum Reden, zum Kompromisse machen. Und wir haben oftmals so viel Zeit zum Kompromisse machen und dann schließen wir einen Kompromiss an. Was nützt eine Mauer, wenn sie richtig stark ist, aber sie ist noch an einer Stelle offen? Dann kannst du sagen, ich habe eine Mauer und du hast eigentlich doch keine. Und sie haben so viel Lügen verbreitet. Und ihr Lieben, die Mauern, sollen wir aufbauen gegen die ganzen schlechten Dinge. Und ihr Lieben, und wir sollen aber nicht nur die Mauern bauen, sondern wenn die Mauern offen sind, habe ich euch gesagt, dann kommt ja alles rein, was trotzdem rein kann. Wisst ihr, was man noch braucht? Ist ein Tor. Und es ist wichtig, dass da ein Tor ist. Und dass man nicht nur eine offene Flanke hat, sondern auch ein Tor. Und ihr Lieben, das ist auch das Wichtige, wo wir brauchen, dass wir bestimmen, sage jetzt nicht, da ist eine Lücke, also für die ganz Pingeligen mache ich sie ganz zu. Sonst heißt es, ja. Ich meine, das ist ja auch ein Bild. So, wisst ihr, so hinten noch so einen kleinen Schlitz für die, wo sagen, ja, ein bisschen möchte ich doch auch noch. Ich sage dir, mach die Tür zu für die Vergangenheit. Wenn du das Tor nicht drin hast, kannst du noch so viel beten, Herr, all die Vergangenheit. Nein, mach die Tür zu für die Vergangenheit. Setz das Tor ein, das wirklich zu ist für die Vergangenheit. Und ihr Lieben, wir brauchen Zeit für eine Beziehung im Allerheiligsten, was in uns ist, durch den Heiligen Geist, mit dem lebendigen Gott. Wenn wir uns nur immer mit dem Abwehren beschäftigen, da geht so viel Kraft drauf. Ihr Lieben, wir brauchen einen Platz der Ruhe, einen Platz des Friedens und das soll unser Leben sein. Und nicht nur ein Platz, wo immer du dich irgendwo wehren musst. Und das ist wichtig, dass wir da wirklich das fit halten und fit, also die Mauer fit halten. Und dass wir die Beziehung mit Gott im Tempel leben können. Sonst sagt Gott immer, komm, ich möchte mit dir, ach ja, ich würde schon gern, aber das, aber das, aber das und denes. Kennt ihr das? Und ich sag euch, baut die Mauer und setzt die Steine ein. Das sind die verbrannten Steine, ihr Lieben. Das ist oftmals, wieso die Mauer da liegt. Unmoral, Sünde, Sucht, Verletzungen, Pornografie, Ehebruch, das sind alles zerstörte Steine und noch viel, viel mehr. Deine Vergangenheit diktiert deine Zukunft, wenn du das Tor nicht drin hast. Sünde hält die Mauer zerbrochen. Da ist das Bauwerk kaputt und Gott kann nicht das in dir wirken, was er eigentlich in dir wirken möchte. Solange du über die Mauer schauen kannst, wie war es bei Salomo, ihr wisst, über die Mauer geschaut und schon lockt die Sünde. Wenn die Mauer aber zu ist, ihr Lieben, dann sehen wir die Herrlichkeit des Herrn. Und das ist auch das, ihr Lieben, nicht nur im Kirchengebäude, sondern in deinem Gebäude deines Lebens. Ja, manche von uns
haben kein Tor. Die haben die Mauer. Sagen, ja, ich habe das wirklich, die Mauer, ich habe die jetzt zubekommen. Das war mühsam. Habe zubekommen, ich habe vergeben. Und ihr Lieben, und wenn das Tor fehlt, dann ist es die Sache, was kommt alles rein und was geht alles raus. Das Raus ist wahrscheinlich einfach, aber das Rein. All diese Mächte der Finsternis, all die Lügen, all die Angriffe, alles kommt rein und raus. Und ihr Lieben, es funktioniert erst, wenn wir das Tor einsetzen. Nun, ein Tor, ihr Lieben, ist ein Mittel, wo wir bestimmen, was darf rein und was muss draußen bleiben. Und ich sage es immer wieder, ihr habt bestimmt, als ihr gegangen seid, heute Morgen die Tür offen stehen gelassen, eure Haustür. Dass wenn die Katze rein und raus will, wenn der Nachbar rein will und braucht Salz, dass immer offen ist, dass jeder holen kann, dann kann sich doch jeder bedienen. Macht doch keiner. Aber mit unserem Leben machen wir es. Ach ja, wenn du willst, wenn du meinst, ja, weil du es bist, ja, nein. Und versteht ihr? Ein Tor und dann tu ganz scharf entscheiden, was darf rein und was muss draußen bleiben. Und drum brauchen wir dieses Tor. Und ihr Lieben, wenn alles freien Zugang zu unserem Leben hat, dann sind wir kraftlos. Der Heilige Geist möchte, dass deine Tore Lobpreis sind. Wie Nehemia. Nehemia setzte dann Leviten ein, die 24 Stunden, 7 Tage Lobpreis gemacht haben in der Stadt Jerusalem. Lobpreis hat einen hohen Stellenwert. Lobpreis ist nicht die Zeit in der Gemeinde oder in der Kirche, wo man singt vor der Predigt, sondern Lobpreis ist dein Dank und dein Verherrlichen Gott gegenüber. Auch zu Hause, im Auto, wo du bist, wo du sagst, danke Herr, du bist so gut. Danke Herr, du bist so herrlich. Und lass auch in deinem Leben das Tor deines Lebens Lobpreis sein. Und ihr Lieben, so wie da die Leviten eingesetzt wurden, wir wissen später auch bei David, wie die, wie sie eingesetzt wurden von 24 Stunden Lobpreis, 7 Tage. Das ist nicht, wenn du sagst, okay, ich stelle jemand an, der für mich 24 Stunden Lobpreis macht, 7 Tage. Das kann einer nicht, nehmen wir 2. Ihr Lieben, machen ist nicht gefragt, sondern das Herz. Dein Herz soll 24 Stunden und 7 Tage praktisch Lobpreis machen. Das heißt nicht immer, dass du jauchzt und jubilierst. Manchmal haben wir auch Zeiten, wo wir traurig sind, aber wir sollen in der Verbindung mit dem Herrn sein. Und das ist ganz wichtig, ihr Lieben, so wie auch im Tempel, ihr Lieben, wir sollen, unser Leben soll so sein, dass wir mitten im Schutz stehen, im Lobpreis und in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und wenn dann irgendwas kommt, dass irgendwie dir was passiert und dann ein Stein umfällt, ist immer noch Gnade da, wo der Herr sagt, ja, ich helfe dir wieder, die Mauer zu fliegen. Ich helfe dir wieder, die Mauer ganz zu machen. Und sagt dann, ach, was soll das eine Ding? Alles andere läuft doch gut, aber das eine, das ist doch nicht so schlimm, wenn der eine Stein fällt. Ja, ist doch auch nicht schlimm, wenn bei dir der Zylinder im Schloss fällt. Die Tür ist ja dann doch zu. Ja, versteht ihr? Das ist genau dasselbe mit unserem Leben. Wenn eine Kleinigkeit nicht passt, ist aber auch nicht wieder Gericht. Manche, die Religiösen, machen dann wieder Gericht draus, dann bestraft Gott. Nein, drum ist der Baumeister, der Heilige Geist in deinem Leben, der sagt, da fällt der Zylinder, da fällt das, da hast du was angestellt mit deinen Worten, bring das in Ordnung. Und wo der Heilige Geist dir sagt, bring's in Ordnung. Und da musst du nicht zur Kirche laufen, hier hinknien und zu Gott schreien. Nein, du kannst einfach dort, wo du bist, sagen, Herr, vergib mir. Oder geh zu den Leuten und sag, vergib mir, ich habe Blödsinn geredet. Oder was auch immer. Ihr Lieben, das,
dass die Mauer zu bleibt. Und lass den Baumeister, den Heiligen Geist, zu dir reden, wo offen ist, wo dein Leben ungeschützt ist. Und ihr Lieben, wir wünschen uns alle mehr von Gott, und das mehr von Gott erhalten wir, wenn wir mehr Zeit für ihn haben. Stimmt's? Gott hat dem Nehemia geholfen, aber er musste volle Kanne ran. Er hat in 52 Tagen die Stadtmauer wieder aufgebaut. Gegen allen Widerstand, gegen alles, was gegen ihn gegangen ist. Eine Stadtmauer, nicht ein Häuschen, eine Stadtmauer wieder aufgebaut. Und wenn du jetzt vielleicht gesagt hast, ach ja, wenn ich da anfange, wo soll ich anfangen? Überall liegen Steine rum, ich weiß gar nicht, wo anfangen, am besten lasse ich es gleich bleiben. Ich sag dir, nimm Gott mit. Nimm Gott mit und fang an, deine Mauer zu bauen. Es wird schneller gehen, als du denkst. Und dann hast du Zeit für eine Verbindung mit Gott.